Hallo Leute und herzlich willkommen zum Silvester Special. Genau, was ich vorab sagen sollte. Ja, das ist von Gronkh abgeguckt und ein bisschen von Creepypasta Punch. Weiß nicht, wer den kennt. Ja, ich will sie aber nicht kopieren, sondern ich fand es einfach eine extrem gute Idee, dass man so Ende Jahr einfach sich irgendwo hinstellt auf einer Map. Gut, das ist jetzt halt auch Minecraft, weil wir da schon ziemlich viel gebaut haben. Und dann einfach mal ein bisschen drauf losspricht und mal so ein bisschen erzählt, was denn alles in diesem Jahr passiert ist. Nicht nur YouTube-technisch, sondern vor allem privat. Und für das hätte ich gesagt, stellen wir uns hier oben hin, machen den Move hier und gehen mal ganz tief in uns. So, Leute, ja, jetzt geht's los quasi, das erste Silvester-Special. Ich habe mich auch ziemlich drauf gefreut, um das durchzuführen. Genau, vorab vielleicht noch ein paar Infos generell zum Special. Ich werde halt jetzt hier einfach stehen und labern. So, eher weniger was YouTube betrifft, sondern viel mehr was mich jetzt betrifft, was ich so erlebt habe. In dieser speziellen Zeit ist ja wirklich sehr speziell, jetzt alles auch mit Corona und so. Aber egal. Genau, wahrscheinlich wird es auch ab und zu so ein bisschen still sein, weil ich gerade nicht weiß, was sagen. Ist aber nicht so schlimm und manchmal sage ich vielleicht nur und ja und so weiter. Aber das ist, glaube ich, auch ziemlich egal, ja. Genau, und wie gesagt, ich habe das Ganze vielleicht ein bisschen von Gronkh geklaut, aber ich fand es einfach so eine gute Idee und möchte diese Tradition sozusagen auch weiterführen. Respektive auch von Creepypasta Punch. Dass man einfach ein bisschen reden kann. Ich finde es cool, jeder, der sich das anguckt, ob er jetzt nur die ersten, keine Ahnung, 5 Minuten oder so anguckt. Oder ob er sich wirklich ein bisschen Zeit nimmt und hört, was ich so zu sagen habe. Wahrscheinlich interessiert es einfach niemanden, aber egal. Genau, ich habe keine Ahnung, wie lang das es wird. Vielleicht nur 10, 20 Minuten, vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei. Das ist der erste Versuch, das Ganze aufzunehmen. Ich nehme das Ganze jetzt am 20. auf, 20. Dezember, weil ich die nächsten 2 Wochen eigentlich praktisch einfach weg bin und nur gerade am 31. wieder zu Hause bin. Und ich weiß ja nicht, es könnte sein, dass da die Aufnahme gut kommt. Vielleicht aber auch nicht, deswegen nehme ich das jetzt schon auf, dass ich eine Alternative hätte. Genau, wie gesagt, das ist der erste Versuch. Vielleicht klappt es nicht, ich weiß nicht. Und ja, am Anfang möchte ich mich sowieso auch direkt bedanken für jeden von euch, der meine Videos guckt. Auch wenn es noch nicht viele sind, 2, 3 Leute vielleicht, die regelmäßig reinschauen. Aber trotzdem, vielen Dank an euch. Es ist mir eine unglaubliche Ehre, auch wenn ihr ein kleines Kommentar schreibt, auch nur ein nice Video oder so. Das finde ich so cool. Und sowieso möchte ich mich auch bedanken. Und zwar habe ich eigentlich praktisch 2 neue Leute kennengelernt. Und zwar Damien und Janine. Und allein das denke ich mir auch wieder. Das ist so krass. Wir sind einfach ganz normale Teenager. Ganz normale Leute, die so ein bisschen Videos machen. Und finden uns einfach durch diese Plattform, YouTube. Und wer weiß, vielleicht werden wir später immer noch Freunde sein, vielleicht auch nicht. Vielleicht werden wir immer noch zusammen YouTube machen. Und ich habe eigentlich auch vor, weiter YouTube zu machen. Und ich denke, irgendwann werden wir auch groß hinaus sein. Aber das dauert jetzt noch ein bisschen und das soll auch nicht das Thema sein heute. Genau, auch sehr bedanken will ich mich bei Tim und bei Levin, dass sie mir auch immer geholfen haben aufzunehmen. Phasmophobia, Witch It, The Forest, etc. Einfach auch, dass sie immer dabei waren, so. Also klar, nicht immer, aber ihr wisst, was ich meine. Das finde ich auch extrem Ehre von ihnen, dass sie überhaupt sowas mit mir machen. Ich meine, ich bin ja Schweizer, das wissen ja einige von euch und das ist halt, es ist sehr schwierig vielleicht, da als Schweizer so Hochdeutsch zu sprechen, mit seinen Kollegen, mit denen man sich eigentlich nur Berndeutsch unterhält, respektive Schweizerdeutsch. Aber das ist schlussendlich, glaube ich, auch ziemlich egal. Ja.
Und es fängt bereits jetzt an, dass ich schon wieder so mein Hals komisch ist. Ja. Egal, ich werde mein Bestes geben. Und ja, ich habe jetzt gestern, also zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, also am 19., habe ich auch schon das erste Mal Weihnachten gefeiert. Mit meinen Großeltern väterlicherseits. War sehr cool, muss ich sagen. Es hat extrem Spaß gemacht, gab leckeres Essen. Und habe ich Luigi's Mansion 3 bekommen. Und das fand ich halt ziemlich cool. Wir wussten, ich und meine Schwester wollten uns eine Switch zu Geburtstag wünschen. Zu Geburtstag wahrscheinlich, Alter, zu Weihnachten. Und ja, wir haben jetzt bereits das erste Spiel. Also wir haben gesagt, wir teilen alle Spiele. Wir wünschen, haben einfach vor Weihnachten so ein paar aufgeschrieben, die wir uns wünschen. Irgendwie so 6, 7 Spiele. Mal gucken, ob wir alle bekommen. Ich denke mal nicht. Und halt die Switch. Und sie hat jetzt das Mario Party bekommen und ich das Luigi's Mansion 3. Genau. Und gerade bezüglich Switch, wenn ihr wollt, dass ich da auch mal irgendwas aufnehme, dann schreibt das gerne hier unten in die Kommentare oder auch bei anderen Videos und schlagt vielleicht Spiele vor, die noch so cool wären. Wie gesagt, ich habe jetzt Luigi's Mansion 3, das habe ich sicher vor, irgendwann mal zu Let's Playen, denn das ist wirklich ein sehr geiles Spiel, finde ich. Vielleicht noch Blair Witch oder so, weil es ist ja auch so ein bisschen Horrorspiel. Das Ding ist, ich muss noch gucken für eine Capture Card. Und das Ding ist, die sind halt einfach auch fast 200 Euro. Und ich habe halt gerade nicht 200 Euro übrig. Aber wer weiß, vielleicht bekomme ich zu Weihnachten noch ein bisschen Geld. Vielleicht kann ich selbst noch ein bisschen was zusammenkratzen oder so. Ja. Und eventuell habe ich dann 200 Euro übrig, respektive Franken, um mir so eine Capture Card zu holen. Denn es wäre halt echt geil, dieses Spiel zu Let's Playen. Auch, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber Captain Todd Treasure Tracker. Das wünsche ich mir unter anderem auch. Das wäre auch ein sehr geiles Spiel zum Let's Playen. Animal Crossing wünschen wir uns natürlich auch, das ist klar. Aber ich glaube, das wird eher sie spielen, weil sie wünscht sich das Ganze mehr als ich. Klar, ich auch, aber ich habe jetzt andere Spiele. Zum Beispiel Zelda Breath of the Wild. Das ist auch so ein Spiel, das ich gerne Let's Playen würde. Ich muss sagen, ich finde Zelda extrem cool. Hab selbst noch nicht wirklich vieles gespielt. Zelda-Spiele. Aber ich finde es einfach ein cooles Spiel. Und deswegen, ja, werde ich doch das auch mal spielen. Genau. Und was bekommt ihr noch so zu Weihnachten? Also ich weiß, dass ich das Ding war. Dieses Spiel habe ich von meinem Vater bekommen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich wisst ihr es nicht. Ich glaube, ich habe es nie gesagt, aber meine Eltern sind halt getrennt. Mein Vater hat mir halt das Spiel geschenkt. Und meine Großmutter würde mir so eine 4K-Kamera kaufen. Oder hat sie mir schon gekauft, um Filme zu machen. Was wir unter anderem auch so immer so ein bisschen am Plan sind. Wir so in der Gruppe hier. Auch mit Tim und Levin. Aber vor allem auch mit dem Hoshi. Und noch ein bisschen anderen Leuten. Egal, die zähle ich jetzt nicht alle auf. Tut mir leid. Aber es geht ja auch viel mehr darum, dass ich eine 4K-Cam bekomme. Die ist allerdings noch nicht angekommen. Also wir haben die bestellt. Und sie ist noch gar nicht angekommen. Wow, toll, oder? Naja, was soll's. Genau. Es könnte sein, jetzt geht gerade die Sonne auf. Ihr seht das ja auch. Es könnte eventuell sein, dass gleich das Bild so ein bisschen laggt. Da ich das Ganze auf sehr viele Chunks eingestellt habe. Damit man auch so ein bisschen die Aussicht hat. Nicht nur hier. Den kleinen Zeugs hier halt. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu krass laggen, aber einfach ist noch alles in Ordnung. Genau. Ich habe übrigens auch auf friedlich gestellt, damit da keine Monster kommen, weil sonst werden wir da jedes zweite Mal da runtergeschmissen von diesem Turm. Aber egal. Genau. Dann, ich weiß gar nicht, die Switch bekommen wir halt von meiner Mutter. Und von meinem Halbvater, respektive meinem Stiefvater ist es eher, aber wir sagen ihm einfach Halbvater, das ist ein bisschen einfacher. Von dem bekommen wir wahrscheinlich die Switch. Und ich weiß nicht von wem, dass ich noch welches Spiel bekomme. Aber das ist ja auch nebensächlich. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dass ich irgendein Spiel jetzt playe oder sonst irgendwas, ob jetzt Switch oder auch auf dem PC oder so, dann schreibt das gerne.
Ja, hier unten in die Kommentare oder auch bei anderen Videos, ist ja egal. Auf jeden Fall ist ja heute um die genau gleiche Uhrzeit auch das Best-of bekommen. Und ich muss sagen, ich bin extrem stolz auf dieses Best-of. Es ist vielleicht nicht das Beste, ist auch nicht so krass gut zusammengeschnitten wahrscheinlich an den meisten Orten, weil ich da ein bisschen im Hustlen bin oder war. Das Ganze zusammenzuschneiden und Clips rauszusuchen und so, aber ich bin trotzdem extrem stolz, weil es manchmal doch so gut passt und auch lustig ist, ziemlich viel. Und da habe ich dann auch gedacht, es ist einfach so cool, YouTube zu machen. Ich mache halt YouTube nicht nur in dem Gedanken, ja, ich will Fame werden. Klar, das habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf. Ich bin einfach eine Person, die Fame will und ja. Ich meine, ich habe das schon als kleines Kind. Ich wollte immer Rockstar werden. Ich wollte einfach, dass man mich kennt, dass man mich auf der Straße anspricht und so. Und ich glaube, das habe ich immer noch. Jetzt ist es einfach nicht mehr wirklich Rockstar, aber vor allem YouTuber. Und deswegen gebe ich mir auch Mühe, lade jeden Tag Videos hoch, versuche das einzuhalten und lerne immer mehr. Ich lerne immer mehr dazu und versuche die Videos immer besser zu cutten und alles. Und es ist halt auch nicht immer einfach. Gerade in der Schule merke ich viel, dass sie mich so ein bisschen auslachen, sage ich mal. Ja, der will YouTuber werden, das schafft er doch eh nicht. Das ist, der Zug ist ab, ne? Aber da denke ich mir einfach, ihr könnt jetzt lachen, es ist mir scheißegal. Es geht mir halt auch am Arsch vorbei, ganz ehrlich. Das juckt mich nicht, was die sagen. Und da gehe ich, Alter, was ist los? Das sind erst 10 Minuten, Mann. Gut, ein bisschen mehr, egal. Auf jeden Fall, dann denke ich mir dann immer, wisst ihr was? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und ich glaube, wenn ich das durchziehe mit YouTube, wenn ich weiterhin so guten Content mache, auch jetzt dann in der Lehre, was wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird, wenn ich immer versuche, besser zu schneiden, immer besser Videos zu machen, Daily Videos halt auch, dann denke ich, wird das Ganze wahrscheinlich auch irgendwann mal umgesetzt werden. Also, dass ich bekannter bin, ein bekannterer YouTuber als andere. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dann der bekannteste bin, weil das sind halt schon Revi, Paluten, Henno und so weiter. Die sind halt schon groß und die werden auch immer größer. Ich denke nicht, dass ich die auf irgendeine Art und Weise einholen kann, aber das will ich ja auch gar nicht. Ich will einfach ein bisschen Reichweite, dass man mich auch kennt und alles. Und dass ich vor allem von YouTube leben kann, weil ich finde das so cool, man ist halt sein eigener Chef, wenn man von YouTube leben kann. Und man kann einfach machen, was man will. Klar, man muss dann gucken, dass die Community das auch feiert, weil sonst bekommst du kein Geld mehr, weil niemand mehr das Video guckt. Aber das ist ja auch nebensächlich. Auf jeden Fall habe ich nämlich auch, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo habe ich so eine Studie gesehen, ich glaube auch in einem YouTube-Video, das ist durchschnittlich 7 Jahre geht, bis man 1 Million Abonnenten hat. Und ich glaube, das ist gerade das Hauptproblem. Ich war dieses ganze Jahr immer wieder so ein bisschen am Suchen, so German YouTuber oder German Let's Players oder so. Und hab dann geguckt, so nach kleinen Leuten, ob ich vielleicht eben Freundschaften schließen kann, damit wir uns gegenseitig ein bisschen pushen, damit wir gegenseitig ein bisschen was spielen können und so. So quasi, dass wir die YouTuber-Generation vom Morgen bilden. Klingt jetzt ein bisschen scheiße, aber vielleicht versteht ihr mich. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist der Fehler, der viele machen, weil ich habe viele gesehen, die haben so 1-2 Monate konstant täglich Videos gemacht und auch nicht schlechte. Aber sie haben dann einfach aufgehört. Wahrscheinlich, weil sie dachten, ja, das wird eh nichts. Ich habe gerade mal, keine Ahnung, 10 Abonnenten bekommen und das war's. Aber das, der Wachstum von einem YouTube-Kanal, wenn man sich mal die Statistiken anguckt, das ist immer so. Am Anfang, ein paar Jahre, einfach irgendwie, keine Ahnung, bis zu 100 Abonnenten. Und dann, sagen wir, 4 Jahre. Und dann die letzten 3 Jahre, plötzlich geht es einfach steil hoch. Steil. Bis man 1 Million hat. Und das ist einfach das YouTube-Wachstum. Du bist lange einfach klein und plötzlich machst dann zack, der Durchbruch kommt und du bist bekannt. Oder du bist ein größerer YouTuber. Und das hat man ja auch bei vielen gesehen. Ich meine, wenn man mal die Gründung von Kanälen anguckt, von Paluten, von Henno, von Revi und so weiter, wie sie alle heißen.
vielleicht nicht gerade Gewitter im Kopf, weil die hatten einen sehr speziellen Start. Und das haben die halt die meisten nicht. Aber gerade so, wie normale YouTuber, sage ich jetzt mal, so einfach Let's Player, die einfach aus Langeweile oder so angefangen haben. Die Kanäle, die sind meistens wirklich schon 7, 8, 9 Jahre alt. Und dann sieht man halt auch einfach, die haben einfach durchgezogen und die haben durchgebissen. Und die haben immer gearbeitet. Auch wenn ihnen niemand zusah, auch wenn ihnen ein, zwei Leute zusah. Auch letztens im Stream, den ich gemacht habe. Gut, so letztens ist es gar nicht mehr. Vor ein paar Wochen oder so. Als ich da so ein bisschen krank war. Es hat mir praktisch, nur am Schluss hat mir jemand zwei Leute ungefähr zugeguckt, die ich auch kannte persönlich. Aber das juckt mich nicht. Dann denke ich mir einfach, jo, das ist ein Training für mich. Oder vielleicht kommt ja ein random Dude rein. Ob er jetzt klein ist, vielleicht auch etwas größer oder so. Dann kann man mit ihm so ein bisschen talken und so. Und generell, ich fand's lustig. Auch wenn ich wusste, es schaut mir wahrscheinlich eh niemand zu. Von Anfang an wusste ich das. Aber ich dachte, jo, wenn ich eh schon zu Hause sitze und eine suchte, wieso streame ich nicht auch? Vielleicht habe ich Glück und es kommen ein, zwei neue Leute dazu. Vielleicht habe ich auch Pech und es kommt niemand. Und ja, ich fand das ganz witzig. Auch wenn größte Zeit eigentlich niemand zusah, habe ich trotzdem einfach dieses Spiel gespielt und hatte Spaß dabei. Und das ist ja, glaube ich, auch die Hauptsache. Naja, Spaß haben. Das ist die Hauptsache, weil wenn man es auf Krampf macht, dann wird es eh nicht gut kommen. Das Ding ist, mir macht Spaß. Extrem Spaß sogar. Also das Aufnehmen eigentlich immer. Also es gibt selten, wo ich keinen Bock habe. Und meistens ist es dann einfach, weil ich entweder einen schlechten Tag habe oder weil ich vielleicht gerade einfach nicht so mag, weil ich vielleicht auch ein bisschen krank bin oder so. Wo ich manchmal eher so ein bisschen schikaniert bin, sage ich mal, wo ich manchmal einfach so ein bisschen keinen Bock drauf habe, ist das Videoschneiden. Aber ich glaube, das ist ja auch ein bisschen normal, aber da denke ich mir einfach, yo, da muss ich jetzt durch. Ich cutte das jetzt einfach. Deswegen sind manche Videos auch einfach ein bisschen schlichter gecuttet und manche ein bisschen aufwendiger. Gerade so Phasmophobia oder so. Das cutte ich lieber ein bisschen aufwendiger. Dagegen so Minecraft. Da möchte ich einfach gutes Gameplay haben. Und da hat mich auch schon andere Leute, viele Leute haben mich schon manchmal darauf angesprochen, hey, du siehst doch, Minecraft macht bei dir nicht so viele Aufrufe. Minecraft ist bei dir nicht so willkommen. Und dann denke ich mir einfach, oder ja, das sage ich dann immer, ja, ich weiß, aber ich will dieses Spiel spielen, weil ich es cool finde und weil man es einfach so ein bisschen zum Relaxen anschauen kann. Ich meine, ich als kleiner Junge, also ich irgendwie, keine Ahnung, wie alt war ich da? Vielleicht 7 oder 8 oder so. Da habe ich immer bei meinem Vater auf dem Laptop Gronkh geguckt. Ein Minecraft-Let's Play. Und auch viele andere, weil ich dann andere gucken wollte, wie sie ihre Welt gestalten. Und ich fand das immer so cool und habe das immer so gefeiert, wie die Leute ihre Städte bauten und so weiter oder ihre Dörfer oder ihre Farm oder was auch immer. Ich habe das immer so cool gefunden, habe ich gedacht. Also als ich den Kanal gemacht habe, habe ich gedacht, jo, das will ich einfach auch machen. Und ich habe ja immer 4 Folgen Minecraft pro Woche gebracht. Jetzt mache ich nur noch 2, einfach. Ich will das nicht wegschmeißen, dieses Projekt. Ich will das noch haben. Einfach ein bisschen Minecraft Let's Play zum Herunterkommen und zum Entspannen. Und einfach ein bisschen zum Spielen und zum Quatschen und so. So ein bisschen mehr Just Chatting. Aber halt mit Minecraft Gameplay im Hintergrund. Und ja. Das ist so ein bisschen das. Aber denke ich mir halt auch einfach, ja, es ist doch egal, was ich mache. Hauptsache, es macht mir Spaß. Und ich kann sie verstehen, wenn sie wollen mich unterstützen und Tipps geben, wie ich bessere Videos machen kann. Und dann sagen sie, ja, lass Minecraft sein. Es ist schon so, dass Minecraft weniger Aufrufe macht. Da widerspreche ich ihnen ja auch nicht. Aber ich will Minecraft beibehalten, einfach weil es mir extrem Spaß macht und weil ich es ein cooles Spiel finde. Alter, es sieht gerade so geil aus, der Sonnenuntergang. Der Himmel, guckt euch mal den Himmel an. Alter, sieht das geil. Musste ich kurz sagen, es tut mir leid. Einfach kurz genießen. Schon krass. Alter, mein Hals. Warte kurz, ich muss kurz was trinken, aber das ist ja kein Problem.
okay. Genau. Und auf jeden Fall, das Jahr war ja sehr speziell. Es startete wie jedes andere Jahr eigentlich. Aber ich glaube, ich weiß wieso, dass Corona kam. Und zwar bin ich letztes Jahr an Silvester, da waren wir bei meinen Großeltern mütterlicherseits. Und die haben halt so einen Wintergarten. Und die haben so Glastüren. Und die hatte die halt am Vortag einfach poliert. Wirklich krass poliert. Man hat kein einziges Staubflöckchen oder so gesehen. Und dann am Abend, als wir anstoßen wollten halt, bin ich einfach in diese scheiß Scheibe reingelaufen. Ja, ich weiß, tut mir leid. Habe ich ein bisschen verkackt. Naja, egal, aber auf jeden Fall, es startete wie jedes andere Jahr. Wir gingen zuerst noch kurz in die Schule. Dann kamen auch schon die Skiferien. Wir waren im Engadin, im Bündnerland. Wir waren Skifahren. Es war extrem cool wieder mal. Hatte zwar nicht so viel Schnee, aber war extrem cool. Und da weiß ich gar nicht, ob wir dieses Jahr, respektive nächstes Jahr, dorthin können. Wegen Corona und so. Und dann ging es eigentlich auch wieder normal weiter. Schule, bis dann zu den, bis zu den Frühlingsferien, wo wir eigentlich auch, wir gingen jede Frühlingsferie seit ein paar Jahren, immer mit unseren Großeltern väterlicherseits, tut mir leid, gehen wir immer ins Legoland. Und das finde ich auch extrem cool dort. Ich weiß, viele sagen jetzt wahrscheinlich, ja, aber du bist doch aus dem Alter raus. Ich muss sagen, ich finde Lego immer noch extrem cool. Für Lego ist man nie zu alt. Und es ist halt trotzdem lustig, Zeit mit der Familie dort zu verbringen. Wir gehen auch jeden Abend praktisch bowlen. Wir sind halt dann im Hotel. Dort kann man auch Minigolf spielen und so weiter. Ich denke mal, war schon ziemlich viel von euch im Legoland oder haben zumindest schon davon gehört. Und ja, das ist halt auch einfach immer so extrem cool. Und dann haben wir uns halt auch schon gefreut. Und plötzlich kam dann Corona. Und ich weiß noch, als die erste News oder die ersten paar News in der Schweiz rauskamen über Corona, ging ich mit meinem Nachbar, Flavio, aka SDM-X8, heißt er, glaube ich, auf YouTube, könnt ihr auch mal folgen, mir ist ganz cool. Der hat mir dann gesagt, als wir zusammen in die Schule gelaufen sind, du kannst gucken, in der Woche werden wir nicht mehr in die Schule gehen. Dann dachte ich so, ach komm, Alter, jetzt laber ich, das ist nur irgendwie so eine neue Krankheit, so, das wird doch nicht so krass explodieren. Und was war in der Woche? Wir hatten Homeschooling. Das habe ich mir dann im Nachhinein gedacht, das war so klein damals noch. Irgendwie nur in den paar ersten Ländern. Und ich hatte halt auch nicht Angst. So, ich dachte, ja, der kommt, der erzählt jetzt wieder so. Aber es war halt wirklich einfach dann in der Woche bei uns. Und wir hatten Homeschooling. Und ich nehme an, ihr hattet ja auch Homeschooling oder habt ihr ja, glaube ich, immer noch hier in Deutschland und Österreich. In der Schweiz haben wir tatsächlich aktuell noch keinen Lockdown. Und wir haben auch noch Schule. Also jetzt logischerweise nicht, weil wir haben Ferien hier. Ferien. Aber egal. Genau, also ich muss sagen, ich hätte niemals damit gerechnet, als er das erzählt hat, dass in ein paar Wochen oder respektive, dass wir noch in dem Jahr immer noch an diesem Coronavirus leiden, sage ich mal. Dass wir immer noch betroffen sind von dem Coronavirus. Das fand ich extrem krass. Naja, wie dem auch sei. Wir hatten dann Homeschooling. Und das war eigentlich, ich fand das extrem chillig, weil man konnte ein bisschen länger schlafen. Ich habe nicht viel länger geschlafen, so eine Stunde, zwei. Also doch, ist eigentlich schon ziemlich länger. Und dann habe ich angefangen, habe alle Hausaufgaben, alle Arbeiten und so gemacht. Das Ding ist, wir hatten, das war auch richtig Glück, wir hatten dann so ein paar Wochen oder einen Monat so ungefähr vor Lockdown, respektive vor Homeschooling, hatten wir so neue Chromebooks bekommen, so kleine Laptops für die Schule. Und das war eigentlich auch, hatten wir richtig Glück, dass wir dann auch so arbeiten konnten. Und ich muss sagen, es war so cool, dass wir einfach zwischendurch sind wir einfach alle, wir so, unsere kleine Gruppe halt von der Schule, wir gehen halt alle in die gleiche Klasse, so Tim, Levin, ich, Hoshi und so, noch ein paar andere. Wir sind dann zum Teil einfach in Discord gechillt, haben zusammen ein bisschen gequasselt, haben unsere Aufgaben gelöst, die wir hatten. Und das fand ich extrem cool. Also wirklich, das war, fand ich übelst cool. Und ja, es ging so auch. Am Morgen haben wir unsere Hausaufgaben gemacht. Meistens habe ich die zwar alleine gemacht, weil wenn sie dann getalkt haben, weil sie bei der anderen waren oder so, dann konnte ich mich nicht so wirklich konzentrieren. Aber es ist auch egal. Auf jeden Fall
habe ich in dieser Zeit sehr viel auch in YouTube investiert. Da das erste Video, für mich ist so, ich habe ja schon Formel 1 und Papers, Please damals gespielt. Das fand ich, aber das waren nicht wirklich Videos, das waren mehr so kleine Tests. Und Minecraft, das erste Minecraft, die erste Folge von Minecraft Let's Play, fand ich, war die erste wirkliche Folge auf diesem Kanal. Und auch in dieser Folge, irgendwo in der Mitte mal oder eher am Anfang, da bin ich auch weggegangen, hab das dann rausgeschnitten und als ich zurückkam, jetzt kam gerade die Info, dass es einen Lockdown gibt in der Schweiz. Und ich muss noch mal was trinken, mein Hals fuckt gerade übelst ab, warte kurz. So. Entschuldigung. Aber ja, es ist halt einfach so. Ich habe immer noch so ein bisschen als Zeugs. Aber ich bin ja negativ und daher nicht schlimm. Auf jeden Fall. Ja. Habe ich ja dann in diesem Video gesagt: Jo, jetzt wurde bekannt, in der Schweiz gibt es einen Lockdown. Wir können zu Hause bleiben in der Schule. Ich habe mich übelst gefreut. Einerseits war ich ein bisschen unsicher, weil ich nicht wusste, wie das Ganze weitergeht. Und andererseits freute ich mich, weil man nicht mehr aufstehen musste und weil man auch zu Hause sein konnte. Und Alter, was ist mit meiner Stimme los? Genau, dass ich zu Hause halt auch einfach ein bisschen chillen konnte, dass man nicht immer diesen Stress hatte. Das fand ich voll cool. Auf jeden Fall ging es dann weiter. Wir hatten Woche um Woche Lockdown und waren auch nicht in der Schule. Und ich muss sagen, ich fand es nicht schlimm, dass wir nicht in der Schule waren, aber ich fand es eher schlimm, dass ich nicht mehr so Kontakt und nicht mehr so viel Kontakt zu meinen Kollegen hatte. Generell von der Schule aus gesehen fand ich es nicht mehr schlimm, dass wir zu Hause bleiben mussten. Aber naja, auf jeden Fall, wir gingen dann auch praktisch jeden Abend, gingen wir dann so einen kleinen Spaziergang machen. Irgendwo in einem Wald oder so, ein bisschen weit weg von der Zivilisation. Einfach, dass wir auch ein bisschen an der frischen Luft waren, weil wir waren ja 24/7 fast nur zu Hause, ja. Und damals hatte ich eben noch meinen Laptop. Und das Ganze dauerte ja auch an bis dann zu den Frühlingsferien. Bei uns zumindest, ich weiß nicht, wann ihr habt, in euren Ländern. Und da war es halt so, wir hatten noch gehofft, dass wir vielleicht trotzdem noch ins Ausland können, nach Deutschland, in das Legoland. Konnten wir nicht. Aber naja, was soll's. Auf jeden Fall konnten wir dann nicht gehen, leider. Wir haben gehofft, ja, vielleicht können wir in den Sommerferien oder in den Herbstferien wieder gehen. Es würde dann bestimmt vorbei sein, so dachten wir. War es nicht, war es nicht. Und dann ging es halt weiter. Wir waren die ganzen Ferien zu Hause, haben halt, oder. Doch, ne, wir gingen eine Woche zu meinem Vater, weil das durften wir natürlich. Aber das war eigentlich auch alles, wo wir hingegangen sind. Und genau, wir haben halt sehr viel Zeit halt zu Hause verbracht und ich habe auch sehr viel gespielt und halt, konnte halt auch aufnehmen. Und konnte mich auch mit den ganzen Programmen vertraut machen, mit OBS, Shotcut, wo ich mein Video schneide, etc., etc. Auf jeden Fall. Es war eine sehr coole Zeit, etwas Neues mal. Und ich dachte mir halt damals auch, respektive ich habe das auch zu meinen Kollegen gesagt und sie auch zu mir, das ist eine Sache, von dem können wir unseren Kindern, unseren Urgroßkindern noch erzählen. Weil das ist so etwas Spezielles, das gibt es halt nicht immer. Das war so etwas wie der Krieg. Ich will jetzt also nicht, was geschehen ist, so, aber davon erzählt man halt noch lange. Dagegen irgendwie, keine Ahnung, einfach ein ganz normales Jahr, wo vielleicht, keine Ahnung, weiß auch nicht, irgendwas passiert ist, wo einfach nicht so spektakulär ist. Ich meine, da war ja die ganze Welt von betroffen oder ist immer noch. Und wie gesagt, das wird man auf jeden Fall noch in 100 Jahren wahrscheinlich noch erzählen, so wie die Pest. Das kommt ja auch immer noch zu Ohren. Auch wenn die, glaube ich, ausgerottet ist, oder? Ich glaube, die Pest ist ausgerottet. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich denke, dass Corona. Wir sind heute auch nach Hause gefahren, also am 20. Weil wir waren gestern halt noch feiern bei meinen Großeltern mit meinem Vater, der hat uns heute nach Hause gebracht und dann haben wir im Radio gehört, dass sich ab, keine Ahnung, ab Januar irgendwann kann man sich in der Schweiz impfen lassen.
Aber man hat auch jetzt herausgefunden, dass sich Corona schon wieder mutiert hat. Und ich glaube, das wird sich noch so krass mutieren, dass die Bevölkerung noch richtig krass weggefickt wird. In allen Ländern. Überall auf der Welt. Weil ich meine, die Menschheit wird ja immer größer und größer, mehr und mehr. Und ich meine, die Natur holt sich alles zurück. Irgendwann. Und ich glaube, das beginnt langsam. Allgemein. Anfangs ja, dachte ich halt auch so, als dann auch noch Corona kam. Ich glaube, wir stehen vom Ende der Welt. Ich meine, damals war es ja so, Atomkrieg, so ein bisschen Drohung. Auch Dritter Weltkrieg war ja so ein bisschen Thema. Anfang. Irgendwie wegen Nordkorea und Trump und so. War ja so ein bisschen brenzlige Situation wegen Atomkrieg und Dritter Weltkrieg allgemein und so. Da gab es ja auch dieses Meme, wo da so ein Mädchen so auf einer Schaukel ist und im Hintergrund brennt irgendwie alles. Dort steht dann WW3 und in der Schaukel steht einfach Schweiz. Wäre wahrscheinlich so gewesen, plus minus, aber ist ja egal. Da ist ja nichts passiert, hat sich auch alles beruhigt. Auf jeden Fall gab es ja dann auch diese Waldbrände in Australien, diese krassen Brände und eben auch noch Corona und alles. Ich weiß gar nicht, ist sonst noch irgendwas Krasses passiert? Ich glaube nicht wirklich. An Klimawandel halt auch noch alles. Ist ja auch immer wie mehr, ja, bekannter wird, immer wie mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und da dachte ich halt schon, Alter, ich glaube, das Ende der Welt steht uns bevor. So schlimm war es zum Glück auch nicht. Hat sich dann alles wieder ein bisschen beruhigt. Halt auch mit Corona war ja nicht mehr so schlimm. Auf jeden Fall. Genau, nach den Ferien ging es dann auch noch weiter. Ich glaube, wir waren dann auch noch so einen Monat nochmal im Homeschooling und dann konnten wir wieder in die Schule und es war ein bisschen komisch, denn ich habe Heuschnupfen, also eine Pollenallergie und das war ein bisschen scheiße. Ich musste dann die ganze Zeit niesen und so, hatte eine laufende Nase und musste so in die Schule und ich war die ganze Zeit so im Husten und alles. Wir gucken mich alle so dämlich an, aber wir haben es dann den Lehrern gesagt und sie haben es dann der ganzen Klasse gesagt und dann ging das gut. Ich war zum Glück nicht alleine, eine Klassenkameradin hatte das auch. Bin doch ziemlich froh. Auf jeden Fall war das ein bisschen komisch. Man hat sich halt dann so erzählt, wie das Ganze funktioniert, also wie man sich gefühlt hat in dieser Zeit und alles, was einem gefehlt hat, was positiv war und alles. Es war sehr speziell irgendwie. Aber auch, es war dann trotzdem wieder alles so ziemlich normal. Und ich glaube, es kam auch nach den, ja, dann kamen die Sommerferien. Wir mussten halt hab immer Hände waschen und so, aber ich glaube, wir mussten noch keine Masken anhaben vor den Ferien, also vor den Sommerferien. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kamen dann die Sommerferien. Und da waren wir halt auch ziemlich viel zu Hause. Wir haben nicht wirklich viele Ausflüge und so gemacht. Weil man das halt einfach nicht wirklich, erstens nicht richtig konnte und zweitens halt auch nicht richtig sollte. Und eine Woche waren wir bei meinem Vater. Eigentlich immer. In allen Ferien praktisch sind wir so eine Woche bei unserem Vater. Eine Woche waren wir auch bei unseren Großeltern, mütterlicherseits, weil dort wohnen auch meine kleine Cousin und meine kleine Cousine. Und die haben wir halt auch sehr vermisst, weil wir sehen die ziemlich viel sonst und wir können halt auch extrem gut zusammen umgehen. Und dann sind wir halt so dorthin gegangen und haben ein bisschen Urlaub bei ihnen gemacht, so eine Woche. Ich glaube, es war nicht ganz eine Woche. Nur so 4, 5 Tage. Aber ist ja egal eigentlich. Auf jeden Fall. Genau. Haben wir dort so ein bisschen Urlaub gemacht. Dann waren wir. Wir haben ja 5 Wochen. Dann waren wir. Zwei waren wir zu Hause. Eine waren wir bei meinem Vater und eine waren wir bei meiner Großmutter. Und noch eine waren wir in Frankreich. Ich weiß nicht, wie krass ihr es mitbekommen habt. Ich weiß auch nicht, ob ich das so krass erzählt habe. Ich glaube, ich hab's, glaube ich, in den ein oder anderen Videos erwähnt. Aber wirklich etwas gemacht habe ich nicht. Auf jeden Fall wollte ich dann halt auch vloggen. Aber da auch Corona war, gingen wir auch nicht groß vom Schiff. Wir waren so auf einem Hausboot. Das haben wir von meinem Stiefvater und seinem Vater geschenkt bekommen. Und dann sind wir halt mit meinen Stiefbrüdern, sind drei, in die Ferien auf Frankreich. Eine Woche auf dieses Hausboot. Und ich fand das am Anfang, war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich kann nicht gut Französisch.
halte auch nicht so viel von Französisch. Ich halte auch nicht so viel, von Französisch. So, jetzt ist gegangen. Und da war ich halt so ein bisschen kritisch darüber eingestellt. Aber ich wusste, meine Großeltern väterlicherseits waren schon auf einem Hausboot. Mehrmals, glaube ich, zweimal schon. Und die haben gesagt, das ist extrem cool und das wird auch mir gefallen. Und ich habe auch nicht groß daran gezweifelt, dass wir auf einem Hausboot. Achso, auf dem Prinzip, dass wir auf einem Hausboot sind. Das habe ich mich gefreut und so, weil ich meine, das ist etwas Neues, etwas extrem Cooles, war es auch. Und da war ich einfach wegen der Sprache, weil ich hätte halt keinen Plan, was ich sagen muss. Das ist so ein bisschen das Problem gewesen, aber auch das habe ich überwältigt. Und ja, dann waren wir halt in Frankreich. Es war etwas ganz Neues. Ich fand es halt auch krass. Ihr kennt das bestimmt, wenn man in Italien oder so ist, dass wenn man über eine Wiese fährt oder so, dass das Gras so ein bisschen gelblich ist. Einfach nicht so saftig. Und das war in Frankreich auch so, weil wir waren ziemlich nördlicher. Warte mal. Nee. Südlicher von Frankreich. Und dort war es halt auch so ein bisschen Dürre und das war ein bisschen komisch. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass wir in Italien waren. Und wir hatten da auch auf der Autobahn war dann so irgendwo eine Baustelle. Und dann ab da hatten wir einfach keine Ahnung mehr, wo wir hin mussten. Und wir sind einfach random im Zeugs herumgefahren, irgendwie eine Stunde lang oder so. Und da waren wir ziemlich lost. Und ja, das war auch so ein bisschen komisch. Aber das haben wir dann auch geschafft. Als wir dort ankamen, mussten wir erstmal noch so ein bisschen was einkaufen gehen. Wir wollten nicht so viel vom Boot, halt wegen Corona und so. Dort war ja auch Maskenpflicht. Da mussten wir auch die ganze Zeit Masken anhaben. Und ja, so ging das halt. Wir sind dann eben einkaufen gegangen. Dann sind wir das Boot abholen gegangen. Und das ging so lange, Alter. Wir sind dann locker eine Stunde einfach gewartet, weil irgendwie noch andere Leute, das waren glaube ich sogar Schweizer, das waren glaube ich Kanton Zürich, waren die glaube ich, und die wurden halt erstmal eingewiesen und eingeführt halt, wurde alles so ein bisschen gezeigt und alles, wie das Boot funktioniert, wie es fährt und alles. Und ja, das hat dann auch, das wurde dann auch bei uns gemacht und da durften nur die Eltern zuerst rein und gucken. Und wir erst nachher, und dann mussten wir noch alles einladen, haben so ein bisschen alles eingerichtet. Und dann ging es endlich los. Wir sind zwar an dem Tag nicht weit gefahren, wir sind nur eigentlich so ein bisschen aus dem Hafen gefahren und bei der ersten möglichen Stelle haben wir angelegt, weil es einfach schon ein bisschen später am Nachmittag war. Und die Schleusen, es gab halt sehr viele Schleusen und die taten irgendwie um 6 Uhr zu oder um 5 oder so. Oder um 7, ich weiß es doch nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, sind wir dann bei der ersten möglichen Stelle schon angehalten, haben dort geankert. Respektive, wir haben nur das Boot angebunden, es hatte keinen Anker. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das war sehr cool. Man hat kaum was gemerkt, dass man wirklich, wenn man fährt, logisch, aber wenn man einfach stillsteht, hat man kaum was gemerkt, dass man wirklich in einem Schiff ist. Und ja, wir hatten halt. Wir mussten so ein bisschen Zimmer teilen, weil es halt alles auch sehr eng und so. Da waren zum Beispiel ich und mein mittlerer Stiefbruder waren zusammen in so einem Zimmer halt und haben uns dort so ein bisschen das Zeugs geteilt. Und das ging auch relativ gut. Wir hatten auch keine Streitereien so. Wir hatten auch sogar ein eigenes Klo auf diesem Schiff, Alter. Und ich muss noch mal was kurz trinken. Alter. Gut, ich rede jetzt dann auch schon 40 Minuten fast ununterbrochen. Naja, egal. Auf jeden Fall, das war auch, es war einfach so krass. Es war auch komplett Neues. Wir sind am selben Abend, dort gab es so einen kleinen Park mit so einem Kiesfeld oder so. Sind wir auch Fußball spielen gegangen, weil die drei Jungs, die spielen Fußball alle. Und dann sind wir halt so ein bisschen Fußball spielen gegangen und so. Am Abend haben wir dann gegessen, haben wir so ein bisschen noch gespielt. Wir haben an diesem Abend hatten wir so richtig Party. Wir hatten halt gemerkt, jo, dieses Schiff hat so eine Soundanlage. Da könnten wir das Handy über USB anschließen. Dann haben wir einfach so ein bisschen Ballermann abgelassen, so ein bisschen Partylieder.
und haben dazu einfach Uno gespielt, wir haben Yas gespielt, respektive Bornkrieg, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben auch noch das Spiel des Lebens gespielt und so weiter und so fort, Monopoly, weil wir halt auch unsere Handys nicht durchgehend laden konnten. Weil wir hatten einfach, während dem Fahren konnten wir sie laden, weil da das Schiff auch Strom generierte, aber während dem Stehen brauchten wir den Strom für Licht, für die Herdplatte, für den Kühlschrank und halt, dass wir es wieder anmachen könnten. Ich meine, das wäre sonst ein bisschen scheiße. Naja, wie dem auch sei, wir haben dann eben so ein bisschen Karten gespielt und alles. Dann gingen zuerst die zwei Kleinen ins Bett, also mein kleinster Halbbruder und meine Schwester. Die gingen ins Bett. Ja. Dann haben wir einfach noch wir drei Großen, respektive der Größte war mehr so ein bisschen überdeckt die ganze Zeit bei meiner Mutter und bei meinem Halbvater, respektive Stiefvater. Und hat halt so ein bisschen was gemacht. Ich weiß gar nicht, was genau. Haben halt auch so ein bisschen getalkt, alles. Und auf jeden Fall, ich und mein mittlerer Halbbruder, wir verstehen uns halt extrem gut. Und wir machen auch sehr viel zusammen. Und das haben wir auch in diesen Ferien getan. Da haben wir einfach zu zweit ein bisschen gespielt. Ab und zu ein bisschen auf Handy gespielt und geguckt und alles Mögliche. Und ja, so ging dann auch der erste Tag zu Ende. Wir gingen damals dann auch zusammen ins Bett. Wir haben gedacht, yo, wir machen das Fenster auf, weil wir haben sonst extrem heiß. Es war auch ziemlich heiß als immer. Und dann haben wir halt das Fenster aufgemacht, aber noch Licht gehabt. Während wir dann in unserem kleinen Badezimmer. Ihr müsst wissen, das war auch extrem cool. Es war einfach, also so cool war es da eigentlich nicht, aber trotzdem, es war extrem faszinierend. Es war so eine Dusche, eigentlich so groß wie so eine Dusche, so eine Stehdusche halt. Und dort war auch noch ein Klo drin und so ein. Okay, Entschuldigung, kleine Unterbrechung, egal. Auf jeden Fall. Es war halt sehr cool. Da war halt so noch so ein. Wie sagt man dem? So ein Lavabo? Keine Ahnung, Brünnchen oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie das heißt. Alter, da gab es nochmal eine Unterbrechung. Alter, schlimm, schlimm. Egal. Auf jeden Fall war halt unten dann so ein riesiger Abfluss. Und das war so eng. Man konnte eigentlich kaum zu zweit drin stehen. Aber es war halt einfach eine Dusche, ein Klo und so ein. Keine Ahnung. Waschbecken, alles in einem quasi. Und während wir dann die Zähne geputzt haben, haben wir unserem Zimmer das Licht brennen lassen und die Fenster offen gelassen, und weil es so heiß war. Und das war halt sehr dumm. Es kamen extrem viele Mücken rein. Es war wirklich abnormal. Ich muss sagen, mich, also klar, die Mücken stechen mich auch ziemlich viel, aber bei mir gibt es selten dann so einen Punkt. Wisst ihr, was ich meine? So ein Stich wirklich. Also bei mir ist das dann, bin nicht so empfindlich, was das angeht, aber mein Halbbruder extrem, und der hatte so extrem viele Mückenstiche. Das war ja, das war abnormal, Alter. Das war wirklich abnormal. Und dann haben wir einfach daraus gelernt, dass wir einfach durch den Tag das Fenster offen lassen, respektive während dem Tag machen wir das Ganze zu, die Vorhänge vorne dran, so dass möglichst kein Licht reinkommt, dass es nicht so heiß wird und alles. Das hat auch gut geklappt. Das haben wir dann jeden Tag gemacht, und in der Nacht haben wir dann das Fenster eigentlich auch nicht aufgemacht oder nur so ganz leicht. Und vor allem haben wir kein Licht darin gemacht, das war eigentlich das Wichtigste. Genau. Und so ging das eigentlich jeden Tag dann weiter. Wir haben eigentlich jeden Tag am Morgen sind wir irgendwann mal aufgestanden. Manchmal, ich glaube, sie sind einmal schon losgefahren, als wir zwar noch am Pennen waren. Wir haben dann immer zuerst so aufgewacht, haben dann unser Handy geholt. Wir mussten es immer so in das Wohnzimmer bringen von dem Schiff, damit wir es nicht die ganze Nacht haben und durchsuchten quasi. Und dann haben wir es halt immer morgen geholt. Der zuerst wach war, hat einfach die Handys geholt, beide. Und dann hat er es einfach bei anderem hingelegt, hat ihn schlafen lassen. Und dann war der andere halt im Handy. Manchmal ist er schon aufgestanden, wenn es dann zu lange ging sozusagen. Aber das ist ja egal. Auf jeden Fall waren dann ich und mein Halbbruder aufgestanden und so. Wir sind dann essen gegangen, Frühstück und alles, wenn alle wach waren. Und dann ging es weiter. Und wir waren dann. Wir mussten halt ziemlich viele Schleusen passen, also passieren. Und da war halt meistens einfach so, ich war hinten und mein Halbbruder war vorne beim Hinfahren. Eigentlich immer. Klar, praktisch. Manchmal ging es nicht, weil einer auf dem Klo war oder so.
Aber es war eigentlich immer so, dass er vorne war, ich hinten. Dann musste man das Seil halt so hochschmeißen, um diesen Postenbinde, so ein Poller, den es halt hatte, keine Ahnung. Und dann musste man das Schiff festhalten, dass es nicht, keine Ahnung, weiß eigentlich auch nicht genau warum, aber ist ja auch nebensächlich. Und dann, ja, lässt man sich halt runter. Und so ging es dann immer weiter. Und wir haben das halt immer gemacht, dann sind wir hingesessen, waren am Handy oder waren am Spielen oder so. Und dann ging es wieder raus, mussten das Ganze kurz machen und so. Ja, genau, ich muss noch mal kurz was trinken. Also, was mich einfach so ein bisschen abgefuckt hat, ich bin ziemlich bleich, oder? Und das heißt, ich habe ziemlich empfindliche Haut gegenüber der Sonne. Und wir mussten das halt jeden Tag eingremen. Und ich musste das irgendwie dreimal machen, weil ich mich sonst einfach immer noch verbrannt hätte. Das hat so ein bisschen abgefuckt. Aber im Großen und Ganzen war es extrem cool. Vor allem, es gab halt so ein bisschen einen Hauptfluss. Und sobald man aus dem raus war, braucht man eigentlich auch fast keine anderen Schiffe mehr. Das war so cool. Man war einfach dieser Fluss, nebendran so Bäume, Gras, Sträucher, Büsche. Und einfach Natur pur. Und du warst halt mit diesem Schiff und warst da durch diesen Dings. Am Zug kam am Wegrand so ein Velofahrer oder so, mehrere. Oder manchmal auch ein Auto von dem Schiffunternehmen halt. Weil die mussten halt auch manchmal helfen, uns auch einmal. Und ja, so ging das jeden Tag weiter. Nichts Spezielles. Wir gingen, glaube ich, zweimal gingen wir einkaufen, aber mehr nicht. Und genau. Dann, wieso, dass dieses Team zu uns kommen musste. Unser Klo, das von mir und meinem Halbbruder, uns wurde halt gesagt, dafür nur der, wie sag ich mal, der Kot und so runtergespült werden und halt das WC-Papier. Aber ja, nichts anderes so. Und das haben wir auch gemacht. Aber komischerweise hat unser Klo trotzdem verstopft. Es war bis zum Rand gefüllt mit Wasser. War auch dreckig und so. Und hat auch gestunken. Alter, das war so schlimm. Und dann mussten wir halt anrufen und sagen, yo, es geht halt nicht mehr. Also das Klo spült nicht mehr. Es gibt auch noch so einen Knopf. Irgendwo so ein bisschen versteckt, wo sie uns dann gezeigt haben, dass wir den drücken müssen, um das Ganze wirklich zu cleanen nochmal. Das hat aber nicht geholfen. Dann hat einfach, meine Mutter war am Kochen, ging in die Küche und hat dann so, ich weiß gar nicht mehr, was es war, noch so eine Grillzange, so ein Spieß war das, glaube ich, mit so zwei Zacken, hatte genommen, ging ins Klo und stoch damit einfach rum und versuchte das Ganze runterzustechen oder rauszunehmen. Und dann dachte mir so, boah, Alter, die Grillzange haben wir dann gewaschen und einfach nicht mehr angefasst. Alter, aber stellt euch das mal vor, ey. Wir wollten gar nicht wissen, für was dass sie das andere Kochzeugs benutzt haben. Naja, wie dem auch sei. Es ging dann alles wieder normal weiter. Das Klo funktionierte auch wieder und so. Wir hatten eigentlich auch nicht mehr wirklich große Probleme. Und ja, das ging alles auch ganz flott eigentlich. Ja. Was vielleicht auch noch so ein bisschen nennenswert ist, man kann so am Anfang ankreuzen, was man so dabei haben will. So zum Beispiel eben ein Grill oder Sonnenschirme oder so weiter und so fort. Und dann haben wir halt einen Grill angekreuzt. Dann haben wir so einen Grill bekommen, den man so an das Dings machen kann. Oben war halt die ganze Zeit so ein Geländer, wo man den dann anmachen konnte. Und sie konnten den einfach anmachen, weil wir sollten den nicht mehr wegnehmen und so. Es war ein Gasgrill. Und Alter, die haben den so schräg montiert. Man musste dann halt Fett drauf machen, oder? Damit das Ganze nicht so anklebt, damit man das Ganze nicht so krass putzen muss. Und Alter, Junge, dann hast du das Fleisch aufgemacht und das Fett lag einfach unten. So unten. Und oben war einfach nichts. Wisst ihr, der Grill war einfach so schräg und das lief dann alles runter, logischerweise. Alter, da haben wir auch gedacht, Alter, das ging in der Schweiz so nicht. Allgemein, es war halt alles auch nie wirklich krass gut geputzt. Und wir sind halt Schweizer und das ist halt einfach ein enormer Unterschied zwischen der Schweiz und anderen Ländern. In der Schweiz ist das so selbstverständlich, dass du ein Picobello-Zimmer bekommst, zum Beispiel. Aber das ist halt in den anderen Ländern auch nicht so. Was ich auch extrem komisch fand, in der Schweiz kannst du ja praktisch ab jedem Wasserhahn einfach trinken. Das konntest du dort natürlich nicht. Und du kannst dort, in der Schweiz kannst du praktisch auch ab jedem Brunnen trinken. Plus minus. Klar, es gibt dann ein paar, wo drauf steht kein Trinkwasser.
Aber wenn nichts steht, dann kannst du eigentlich zu 99% davon ausgehen, dass das Wasser clean und fresh ist. Aber das war halt komisch. Du musstest immer aus den Wasserflaschen trinken. Das war wirklich. Es war halt etwas ganz anderes. Beim Großen und Ganzen war diese Reise übertrieben cool, finde ich. Und ich könnte da jetzt noch ewig lange drüber erzählen, aber ich weiß nicht. Was ich vielleicht noch sagen sollte, wir waren einmal einkaufen, so in einem Dorf, so, aber es war irgendwie alles zu, alles verbarrikadiert, so ein Geisterdorf. Und wir wollten halt einfach nur einkaufen eigentlich, und haben einfach nichts gefunden. Dann haben wir so jemanden gefragt, der hat gesagt, ja, wir müssen einfach da an der Hauptstraße entlang laufen und ganz weit vorne, da gibt es dann so einen Supermarkt. Dann sind wir alles da lang gelaufen, richtig lange. Und ja, dann haben wir dort halt gesehen, ein Supermarkt. Haben da richtig viel eingekauft. Jeder von uns musste irgendwie so eine Tasche tragen. Manche auch einfach nur Wasser. So einen 6er-Pack Wasserflaschen. Wir haben zwar dann auch so große gekauft, so breite, irgendwie so 5-Liter Flaschen halt. Oder so, keine Ahnung, ob es mehr waren oder so. Und dann mussten wir das einfach zum Schiff wieder schleppen. Oder das ging so. Lange ging es eigentlich nicht mehr, aber es war halt so anstrengend, weil es war irgendwie, keine Ahnung, 35 Grad. Du musstest die Scheiße schleppen, die auch ein paar Kilo wog, oder? Und du musst noch laufen und alles. Das war schon nicht ganz so cool. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall haben wir dann auch das überwältigt und sind halt auch weitergefahren. Wir sind zu einem bestimmten Punkt gefahren. Und ab dort gingen wir dann am nächsten Tag zurück. Wir sind so hin und her quasi. Und ja. Wir waren allerdings schon, ich glaube, wir waren halt 6 Tage, glaube ich, unterwegs. Wirklich auf dem Schiff. Und wir waren halt schon am zweiten Tag in der Hälfte. Und dann sind wir halt noch so ein bisschen weitergefahren und dann zurück. Wir waren auch an einem Ort, wo man so ein bisschen baden konnte. Das konntest du sonst eigentlich nicht, weil dieser Fluss war einfach enorm dreckig halt. Wegen den ganzen Abgasen von den Schiffen und zum Teil auch Müll, was die Leute reinwerfen, was ich überhaupt nicht verstehe. Und ja, dann ging es aber so einen kleinen Nebenfluss, wo man baden konnte. Dort gingen wir halt auch baden und. Doch, ich glaube, das war ich. Ich weiß nicht mehr. Was ich hatte, aber an dem Fuß, an einem meiner Zehe, war so eine riesige Wunde. Und ich wusste nicht, von wo das die kam. Und während dem Schwimmen tat das natürlich dann extrem weh. Aber ich habe es vorhin einfach nie gecheckt. Ich weiß auch nicht, wieso. Auf jeden Fall, ja, gingen wir da auch baden. Aber das Wasser, Alter, das war so kalt. Aber wir gingen trotzdem rein, weil es war halt trotzdem ziemlich erfrischend. Mal richtig zu baden und nicht nur so kurz zu duschen, weil wir hatten halt auch nicht einen riesigen Wassertank. Weil wir konnten ja auch, wir brauchten halt auch Wasser zum Kochen und so. Und nicht nur zum Duschen und zum Spülen und so weiter. Und ja, das war auch noch so ein bisschen tricky. Wir durften natürlich auch ab und zu, wenn gerade niemand in der Reichweite war, durften wir auch so ein bisschen steuern, das Schiff. Und das war auch sehr cool. Ja, also im Großen und Ganzen war es extrem coole Ferien. Wir haben auch immer so ein bisschen gefischt, weil wir. Gerade mein Halbvater und meine Halbbrüder, die fischen halt auch ziemlich gerne und viel. Und da haben wir so kleine Wälse gefangen und das war auch übelst cool. Ja, war halt auch was anderes, was man in der Schweiz nicht so krass viel hat. So Wälse, so viel andere Fische. ja, auf jeden Fall, das war halt enorm cool. Muss ich wirklich sagen. Naja, wie dem auch sei. Das war es dann eigentlich auch. Wirklich viel mehr Spezielles. Klar, ich könnte da jetzt noch viel mehr erzählen über jede einzelne Station und so weiter und so fort, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Das macht keinen Sinn. Auf jeden Fall, ja, ging es dann wieder nach Hause. Habt ihr das gerade gesehen? Was ist da gerade passiert im Spiel? Naja, egal. Auf jeden Fall gingen wir dann wieder nach Hause. Dann waren wir, glaube ich, noch so eine halbe Woche oder eine Woche zu Hause. Und dann ging es auch schon wieder los mit der Schule. Und ich glaube, da waren noch so ein, 2 Wochen, wo man noch keine Maskenpflicht hatte. Wo nur die Lehrern hatten. Und dann mussten wir Schüler allerdings auch. Und das war ziemlich ätzend, fand ich, weil ich merkte einfach, dass ich in der letzten Lektion. Einfach so überhaupt nicht mehr. Oh Gott. Entschuldigung. Dass ich einfach so in der letzten Lektion einfach überhaupt nicht mehr aufnahmefähig war.
und auch nicht mehr wirklich arbeiten konnte. Ich weiß auch nie wieso. Aber wie dem auch sei, auch das haben wir überlebt. Dann kamen die Herbstferien. Wir haben auch nie wirklich was gemacht. Wir waren wieder bei meinem Vater. Eine Woche zu Hause. Eigentlich sogar zwei. Eine Woche waren wir dann so zur einen Hälfte bei den Großeltern väterlicherseits, zur anderen Hälfte bei der Großeltern mütterlicherseits. Genau. Und dann ging es halt auch schon weiter. Wir hatten einfach ganz normal Schule. Nichts war wirklich speziell. Man hoffte wieder auf einen Lockdown. Nein, Spaß. Also doch. Teilweise schon. Und ja, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehme, sind wir jetzt ungefähr in den letzter Woche gerade, war ich ja auch noch so ein bisschen crank, habe mich ja auch testen lassen müssen, aber war zum Glück negativ. Ich, fand das aber ganz ehrlich, ich fand das so praktisch, dass ich krank war, weil ich konnte halt so viel vorproduzieren. Ich merkte dann, oh shit, ich bin ja in den letzten 2 Wochen gar nicht da. Ich muss ja alles vorproduzieren, muss praktisch alles geschnitten haben, weil ihr müsst wissen, wir gehen an Weihnachten immer zu meinen Großeltern mütterlicherseits. Und dort sind halt jetzt auch meine Cousinen und Cousins. Und mit denen spiele ich halt quasi durchgehend dort. Und dann hätte ich keine Zeit mehr gehabt zum Cutten. Oder einfach auf jeden Fall kaum. Und die Zeit, die ich frei hatte, wollte ich auch ein bisschen zum Beispiel spielen oder so. Gerade wenn wir dann die Switch bekommen und nicht cutten. Aber ich glaube, das versteht ihr auch. Und da habe ich halt so richtig reingehasselt. Aber auch nur ein bisschen gestreamt einfach. Und halt auch das Beste auf alles zusammengeschnitten und alles Mögliche gemacht. Und ja, es war auf jeden Fall ganz anstrengend. Und jetzt stehen uns da noch so ein paar, oder mir, euch ja nicht, für euch ist das schon vorbei, ob jetzt das Video ist oder nicht. Also das kommt halt, weil es ist der erste Versuch immer noch. Ich finde das übelst krass. Ja, genau. Auf jeden Fall, mir stehen noch so ein paar Tage bevor. Ich bin gespannt, wir haben noch 3 Tage Schule. Das wird bestimmt noch chillig, also ich weiß es. Auch wenn wir noch, oder ich muss auf jeden Fall noch 3 Teste schreiben, aber egal, weil ich krank war. Aber sonst wird das Ganze, glaube ich, ziemlich chillig. Und dann, ja, geht es auch schon in die Ferien. Wir gehen dann direkt zu meinen Großeltern. Bis nächsten Sonntags, glaube ich. Plus minus oder so. Dann gehen wir zu meinem Vater nochmal eine halbe Woche. Bis zum 30. oder 31., das wissen wir noch nicht so genau. Und dann kommen wir nach Hause. Zu Hause Silvester und dann die letzten 3 Tage noch ein bisschen zu Hause. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Wir werden sehen, was uns die Zukunft zeigt. Ich muss aber sagen, allgemein, diese Zeit, Corona-Zeit, gerade in der Quarantäne vor allem, ich habe so viel gelernt, wie wichtig das Familie, Verwandte und so weiter sind. Ich, allgemein, ich habe so viel gelernt, dass das Leben perfekt ist, einfach auf einen Schlag ändern kann. Ich weiß nicht wieso. In dieser Zeit wurde mir so viel bewusst. So wichtige kleine Details vom Leben. Klingt jetzt ein bisschen komisch wahrscheinlich, ein bisschen doof, aber es ist trotzdem. Ich habe so viel gelernt in dieser Zeit. Aber nicht nur Negatives, sondern auch Positives. Und ja. Auf jeden Fall intensiv diese Zeit. Naja, auf jeden Fall egal. Ich werde gleich, wenn dieses Video noch gut kommt, wenn es mir gefällt, wenn ich jetzt nicht noch übelst verkacke. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist das endliche Video. Da ist halt so, wir werden gleich noch, ich, Levin, Janine und Damien werden gleich noch ein bisschen was aufnehmen. Wenn alles gut kommt, ich weiß es nicht. Da freue ich mich auf jeden Fall auch extrem drauf. Ich bin richtig gehypt und so. Und ja, ich freue mich auch auf die nächsten Tage übertrieben. Und ich möchte hier auch nochmal sagen, guck mal, wie schön das der Himmel ist. Nach Spaß. Also, er sieht schon schön aus, ja. Aber vielmehr möchte ich sagen, danke an alle, die meine Videos jetzt gucken, zum aktuellen Zeitpunkt. Oder auch noch in der Zukunft. Ja, einfach danke, dass ihr euch Zeit nehmt für mich. Ich finde es halt auch extrem schön, dass man auch so, ja, interagieren kann mit euch. Schreibt ein nettes Kommentar oder so, wenn ihr wollt, wenn ihr Bock habt.
wenn ihr es überhaupt bis hier geguckt habt, allgemein, wenn ihr es bis hier geguckt habt, Alter, es ist wieder schlimm, dann bedanke ich mich natürlich doppelt und dreifach. Ich meine, es ist nicht selbstverständlich, dass ihr einfach mir zuhört. Ich meine, ich habe jetzt hier über eine Stunde einfach gelabert. Irgendwas gelabert, was so ein bisschen mehr und mehr im Privatleben passiert ist, nicht wirklich auf YouTube. Und ich finde es halt trotzdem cool, dass ihr euch für mich interessiert. Das finde ich übelst cool. Ob ihr es jetzt bis hier gehört habt oder nicht. Ehre geht raus. Ehre geht raus. Ja. Genau. Und ich glaube, dieses Silvester-Special neigt sich langsam dem Ende zu. Ja, ich muss auch sagen, die Minecraft-Welt, ich glaube, die wird extrem cool. Und ich glaube, im nächsten Jahr wird uns hier ziemlich viel Neues dazukommen und alles. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war's mit diesem Video, mit diesem Silvester-Special. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles gesagt, was mir mehr oder weniger auf dem Herzen lag. Ja, würde sagen, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Is it what do you see as you twist the tiles beneath our feet?